Junge Männer, die vor dem Weg stehen oder vor der Wahl stehen, Priester zu werden, stehen ja vor der Frage, wo sie ihre theologische Bildung bekommen sollen. In Deutschland gibt es kein orthodoxes Priesterseminar. Und das ist schon die erste Hürde. Um orthodoxer Priester in Deutschland zu werden, muss man Deutschland erstmal verlassen. Das ist eine unbefriedigende Situation. Vor einigen Jahren hatten wir mal so ein Treffen in Berlin mit unseren Bischöfen, also die orthodoxe Bischofskonferenz. Ich habe diesen Vorschlag mal unterbreitet. Es wäre doch im Interesse aller, hier in Deutschland ein Priesterseminar aufzubauen. Also die personellen Ressourcen hätten wir. Hier ein Bauernhof, so nach dem Muster von Unterhofhausen, hier diese Einsiedelei. Und stellen Sie sich vor, wir hätten Priesterkandidaten, Seminaristen, also Theologiestudenten, Russen, Griechen, Serben, Bulgaren, Georgier, Deutsche, vielleicht noch, weiß nicht, Amerikaner, Australier von irgendwoher, die in Deutschland leben. Und die würden ja zusammen beten, lernen, Fußball spielen, Bier trinken, vielleicht mal an einem Festtag. Und das heißt, die würden dann auch, wenn sie wieder das Priesterseminar verlassen, wenn sie es absolviert haben, dann in ihre Gemeinden gehen, griechisch, russisch, serbisch und so weiter. Sie würden doch diese Kontakte untereinander noch weiter pflegen. Das würde doch zur der Einheit hier in Deutschland zuträglich sein, unserer orthodoxen Einheit, dass wir ein Bewusstsein entwickeln, dass wir eine Kirche sind, nicht Griechen, Russen, Serben und so weiter, wie das in der Realität bislang leider noch so aussieht. Es ist immer noch so. Wir haben ein Beispiel in Thüringen. Wir haben eine rumänische Gemeinde in Gotha, unsere russische in Weimar und in Jena. Und wenn jemand dort in der Nähe von Gotha lebt, dann sage ich, da gibt es ja eine rumänische, ah ja, das ist aber eine rumänische Gemeinde. Ja, ihr könnt zur Beichte könnt ihr zu einem russischen Priester kommen, aber die Heilige Kommunion könnt ihr doch danach in der rumänischen, das ist für euch näher. Aber stattdessen gehen wir überhaupt nicht. Ja, und wir müssen dieses Bewusstsein ändern, dass man nur in seiner ethnisch zu ihm passenden Gemeinde zugehörig ist. Aber gut, jetzt sind wir ja erstmal da, wo wir sind. Und ein junger Mensch, er will Priester werden. Ja. Er kann jetzt nicht erstmal abwarten, bis sich die Mentalität verändert oder bis man vielleicht in 5 oder 50 Jahren ein Priesterseminar aufmacht. Aber den Bischöfen vielleicht ein bisschen auf den Pelz rücken, zu sagen, Bischöfe, sehen Sie, Bischöfe, unsere Bischöfe sind, ich glaube, bis auf wenige Ausnahmen, alle in ihren Ursprungsländern geboren, dort aufgewachsen und vielleicht sage ich das mal leise, aber sie sind im Geiste noch alle da, dort, also geblieben. Sie sind körperlich, sind sie in Deutschland, aber doch mental noch überwiegend in ihren Ursprungsheimatländern. Und wenn man ihnen bewusst macht, dass es junge Männer gibt in Deutschland, die hier der orthodoxen Kirche dienen wollen, dann müssen wir sie auch an das Erbe solcher Heiligen wie Kyrill und Method erinnern, des heiligen Tichon, der in den USA war, des heiligen Nikolai von Japan, die bemerkt, der Nikolai in Japan, Kasatkin, der ist ja nicht als Missionar nach Japan entsandt worden. Er wurde später zum Missionar, aber weil er diese Kultur respektiert und dann auch lieben gelernt hat. Die fremde, total fremde Kultur. Ja, auch Mutter Gavrila, noch in den 90er Jahren hat sie gelebt, des letzten Jahrhunderts. In Indien, die hat auch diese fremde Kultur, die Menschen dort geliebt. Und wir müssen natürlich unseren Diözesen, unseren Schäfchen aus Russland, Griechenland, Serbien, Bulgarien und so weiter, Rumänien dienen.
Aber wir dürfen auch nicht die Menschen hier vernachlässigen, die nach dem Glauben lechzen, ja, nach der Wahrheit Christi, nach der Kirche, nach der Vereinigung mit dem Leib Christi und vor allem, wenn sie unserer Kirche dienen wollen. Und was gibt es denn Schöneres, wenn wir Priester haben, die dann aus diesem Milieu kommen, diesen Hintergrund haben? Gut, auch zu der Zeit, als Sie sich entschlossen haben, Priester zu werden, gab es ja auch noch kein Priesterseminar hier in Deutschland. Und Sie haben diesen Schritt machen müssen. Sie mussten ein Ticket in die USA kaufen und dort nach Jordanville zum Studium gehen. Ja, es gab damals schon, es war im Aufbau befindlich, den Lehrstuhl für orthodoxe Theologie an der Universität in München. Ich lebte damals im Großraum München, aber ich habe mich für Jordanville entschieden, weil ein Priesterseminar ist nochmal was anderes als eine weltliche Fakultät im Verband einer Universität, einer staatlichen Universität. Das war in Jordanville formal ja auch so. Also das Jordanville, das Priesterseminar untersteht ja der State University of New York. Also faktisch ist das ein abgegrenzter Bereich, wo junge Männer zusammenleben. Junge Mädchen dürfen auch studieren, aber nur extern. Also es ist keine Diskriminierung in dem Sinne, aber eben nach den Traditionen der orthodoxen Kirche leben dann eben die jungen Männer und die sollen ans Lernen denken. Ich hatte eben Freunde, ich hatte also in meinem Kurs hatte ich aus Frankreich, aus England, aus USA natürlich, aus Kanada, aus Australien hatten wir Menschen. Dann auch in anderen Kursen noch aus Südamerika, Chile, Brasilien, Argentinien. Und das ist etwas sehr Schönes, wenn man so, wir sprechen alle eine Sprache, aber sind vereint im Glauben. Nun haben Sie letztlich in Jordanville in den USA studiert, dann haben Sie in der Slowakei Theologie studiert. Tschechoslowakei noch. CSFR, ja. Also nicht mehr kommunistisch, aber es war noch vor der Teilung des Landes. Und dann haben Sie auf einem weißrussischen Priesterseminar unterrichtet. Ja. Also Sie haben drei theologische orthodoxe Lehreinrichtungen in drei verschiedenen Ländern gesehen. Welche Unterschiede gab es? Wie unterschieden Sie sich voneinander? Also sehr. Wenn ich Jordanville und Weißrussland, Jerowice, ist beides Kloster gewesen. Also beides Klöster, die Priesterseminare beherbergen. Da gab es natürlich Nuancen oder größere Nuancen, aber das war im Grunde doch die russische Tradition. In der Tschechoslowakei war das ganz anders, eine ganz andere Mentalität auch. Die Sprache war anders natürlich. Da muss ich auch sagen, war das Erbe der unierten Kirche, also der griechisch-katholischen, das historische Erbe natürlich auch präsent. Das hat man gesehen, aber ich finde es sehr schön, wenn ich das jetzt ganz vereinfacht ausführe, Jordanville und Jerowice, also Weißrussland und russische Diaspora, das waren konservativ. Und ich formuliere das vorsichtig, also in der Tschechoslowakei war das eher liberal. Ja, jetzt nicht im negativen Sinn. Ich will da keine Wertung abgeben. Nur wenn man das hat, dann hat man ja zwei Sichtweisen. Und das hilft einem irgendwo auch seine Engstirnigkeit abzulegen. Man muss ja nicht alles übernehmen von den anderen, aber zumindest zur Kenntnis nehmen, dass es andere Vorgehensweisen gibt, andere Denkmuster, andere Erfahrungen. Und dann erweitert man ja seinen persönlichen Horizont, wenn man merkt, ja, die machen das so, die machen das so und wieder andere machen das wiederum auf eine andere Weise. Aber jeder hat ja irgendwo seinen Grund,
das so zu tun. Und es ist immer schwierig, wenn man nur Menschen hat, die nur ihren eigenen Weg kennen oder ihre eigene Vorgehensweise und dann alle anderen, die davon abweichen, als Heretiker, als Schismatiker, als Gotteslästerer ansehen. Das ist dann gefährlich. Und also wenn man dem Buchstaben dienen will. Und wie der Apostel Paulus ja sagt, der Geist belebt und der Buchstabe tötet. Was war für Sie der prägendste Ort? Der was bitte? Der prägendste Ort in Ihrem Werdegang zum Priester? Alle drei. Also Jordanville hat mich, vielleicht weil es meine erste Alma Mater war, ich bin immer von meiner Kindheit an in der Kirche gewesen, habe mit 6 Jahren begonnen, im Altar zu dienen. Aber trotzdem war ich weltlich. Ein weltlich Denkender mit weltlichen, dummen Eigenschaften. Und in Jordanville kann man, also wenn es so eine Disziplin gibt, ist ja immer ein Kloster, und so ein Priesterseminar, das mir hat es geholfen, ich sage das subjektiv, ein Mensch zu werden. In der Tschechoslowakei haben Sie irgendwo in der Stadt gelebt oder gab es dort auch? Wir hatten unsere Fakultät und dann das Studentenwohnheim 100 Meter entfernt und wir lebten also im Studentenwohnheim. Wir hatten dort unsere studentische Kapelle. Also alles mit Gebet und alles vereinbart. Es war kein Leben wie bei weltlichen Studenten, sondern auch. Ja, also es war doch irgendwie organisiert. Ja. Und wir trugen ja unsere Soutanen. Was allerdings da eben bemerkenswert war, es war ja nach dem Fall des Kommunismus gab es ein Gesetz, das forderte, dass theologische Fakultäten alle einer staatlichen Universität unterstellt sein müssen und folglich hatten wir, weil man ja nicht geschlechtsspezifisch trennen darf, hatten wir auch Mädchen, die mit uns dann, natürlich in ihren eigenen Räumen, aber die mit uns auch dann... Und nicht in Soutane? Nein. Also es war, die konnten ja per Gesetz, war es ja erlaubt, dass sie studieren und wenn eine junge Frau dann theologische Bildung hat, ist das ja nicht verkehrt. Aber ist das von Vorteil, wenn die Studenten dann in einem Kloster oder zumindest in einem abgegrenzten Bereich auch leben im Priesterseminar? Oder ist es okay, wie beispielsweise jetzt heute in München, da gibt es ja außer der Fakultät nichts Organisiertes, Priesterseminarmäßiges. Ist es auch okay für jemanden, der... Priester werden will, dass er an einer... Aber natürlich. Wenn er die Kraft hat, also sagen wir nicht den Versuchungen der Großstadt, in München gibt es, glaube ich, Versuchungen, ja, das Bier ist gut dort und alles Mögliche, dass er diesen, also wenn er diesen Versuchungen nicht erliegt, wenn er ein geistliches Leben, wenn er die Kraft hat, das allein so durchzuziehen, und sein Studium dann zu absolvieren, also nicht nur akademisch, sondern auch eben geistlich zu wachsen. Natürlich ist ja klar, in München gibt es ja auch ein Kloster und auch mehrere orthodoxe Gemeinden. Diese geistliche Infrastruktur ist ja vorhanden. Aber mir wäre es trotzdem lieber, ich denke, einfach auch, wie ich schon sagte, der Zusammenhalt. Dann, klar, dort werden ja auch Kommilitonen da sein, das verbindet ja auch, das ist ja klar. Aber trotzdem, ich denke, für junge Menschen, die müssen ja auch in einem Kloster oder in einem Priesterseminar, auch wenn es kein Kloster ist, hat man geistliche Väter, die immer da sind. Ja, klar, die kann man auch in der Gemeinde finden, das ist schon, also das ist, ich würde sagen, es ist eine suboptimale Variante, aber sie ist auch möglich, wenn es keine Alternative dazu gibt. Aber ich persönlich würde jetzt das Priesterseminar mit dem Tagesablauf, wo alles eben mit dem Gebet, mit der kirchlichen Ordnung einhergeht,
auch mit der Arbeit, physischen oder auch anderer. Ich habe zum Beispiel in der Druckerei gearbeitet, in Jordan Phil am Computer. Das ist natürlich auch prägend. Und das hilft auch den Menschen, sich einfach als Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Erfolg in der Kirche zu haben, hat ja nicht immer etwas mit einem guten Einkommen zu tun. Normalerweise, wenn jemand im weltlichen Beruf erfolgreich ist, dann hat das auch einen materiellen Wert. In der Kirche, also so zumindest meine Erfahrung, sind Priester nicht immer gut besoldet, und auch ein erfolgreicher Priester ist aber für mich nicht immer jemand, der ein gutes Gehalt hat. Aber darf ein junger Mensch denn überhaupt den Wunsch haben, ein erfolgreicher Priester zu werden? Ich glaube, also wenn man das mit einem Karrieregedanken verbindet, dann hat man die falsche Wahl getroffen. Dann ist es der falsche Weg. Nein, man will Gott dienen. Das ist Erfolg. Wenn ich trotz meiner Sündhaftigkeit, ohne die komme ich nie, die habe ich immer mit mir. Die schleppe ich immer mit mir. Aber wenn ich trotzdem Gnade vor dem Herrn finde, dann bin ich erfolgreich. Wenn die Menschen in die Kirche kommen und getröstet wieder nach Hause gehen nach den Gottesdiensten, dann bin ich ein erfolgreicher Priester. Und ich fahre einen Gebrauchtwagen mit ein paar Dellen, aber er fährt. Und dafür bin ich dankbar. Und ich habe sonst alles, ja. Ich habe ein Dach über den Kopf. Ich hungere nicht. Wir leben auch, muss ich sagen, in Deutschland, wo ich bin sehr glücklich und dankbar dafür, dass ich, obwohl ich über keine sehr großen materiellen Mittel verfüge, dass meine Kinder, ich habe zwei Töchter, dass die studieren können. Ich kann mir das leisten. Das wäre zum Beispiel in den USA nicht denkbar. Ja, da muss man auf alles verzichten, auf Urlaub, auf Zahnbehandlung, um dann halbwegs den Kindern das Studium zu ermöglichen, damit die dann auch so ein Leben führen können, wie ich das jetzt führe, mit Zahnlücken und in einem Wohncontainer irgendwo am Rande der Stadt und irgendwelche Jobs, Gelegenheitsjobs übernehmen, nur damit meine Kinder studieren können. In Deutschland haben wir das zum Glück noch, dass wir das tun können. Und ich denke, die Menschen müssen das auch schätzen, dass wir so in so einem Land leben. Nun, Sie sind ja jetzt Mitglied im Diözesanrat. Sie waren lange Zeit der Geschäftsführer der Diözese. Sie sind ein bekannter Priester. Könnte man sagen, dass Sie Karriere gemacht haben? Vielleicht, wenn man das nur rein vom Äußerlichen, ich war tatsächlich also Leiter der Kanzlei und bin es jetzt nicht mehr. Wenn man das rein äußerlich, ich habe überhaupt kein Problem damit und ich war auch überlastet. Außerdem Berlin, ich bin seit 24 Jahren in Weimar. Damals war ich ja noch in Berlin. Da war das naheliegend, weil ich ja auch vor über 20 Jahren gab es noch nicht so viele deutschsprachige Priester. Da war es naheliegend, dass ich auch die Geschäfte, also als Kanzleileiter dort fungiere. Das hat sich inzwischen geändert. Und ja, außerdem war ich ja damals in der Hauptstadt, also im Zentrum der Macht, wenn man das so ausdrückt, der geistlichen Macht, der kirchlichen Macht. Und jetzt bin ich im provinziellen Weimar, aber einmal im Monat in Berlin. Nein, also der Gedanke kommt überhaupt nicht. Das ist also Karriere, irgendwas. Man drängt sich ja nicht auf, aber man wird. Für mich ist ja, was für mich schon von Belang ist, dass man geschätzt, respektiert wird und ich denke auch geliebt wird von den Brüdern. Das ist etwas, was für mich wirklich einen Wert ausmacht. Auch natürlich von den Gemeindegliedern, auch von den Menschen außerhalb der Kirche, wenn man geschätzt wird. Und da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass das
interessiert mich gar nicht. Ist denn Priester Ihr Beruf? Berufung, ja. Berufung. Ich denke, das ist das Wichtigste. Das muss, wenn man diese Berufung nicht hat, der Herr hat ja gesagt, nicht ihr habt mich ausgewählt, sondern ich habe euch ausgesucht. Wenn man diese Berufung nicht spürt, weiß ich nicht, welche Beweggründe es sonst geben könnte. Materielle hier in Deutschland nicht, in anderen Ländern weiß ich nicht. Also in orthodoxen Ländern, formal orthodoxen Ländern. Aber das kann nicht, also wenn das die Motivation ist für den Priesterberuf, nein, das darf nicht, das kann nicht gut gehen. Aber gut, Beruf hat ja im Idealfall, also das Wort Beruf kommt ja von Berufung. Ich denke, jeder Mensch sollte zu seinem Beruf berufen sein. Aber kann man denn sagen, dass jemand als Priester arbeitet, dass wenn jetzt meine Kinder in der Schule gefragt werden, was ist der Beruf von deinem Vater, kann man sagen, mein Vater ist Priester? Natürlich. Also ist es doch ein Beruf? Ist es ja. Ja. Formal. Oder ist es ein Dienst? Naja, es ist ein Beruf ist das. Ich bin ja auch offiziell gebe ich meine. Ich muss ja auch eine Steuererklärung abgeben und da muss ich ja auch meinen Arbeitgeber benennen. Das ist meine Kirche, meine Diözese und also insofern, es gibt diese formale Seite, genauso wie im Mysterium der Ehe. Das ist etwas, was man in Worten nicht beschreiben kann, aber sie hat auch eine formale Seite. Ja, die wird im Standesamt geschlossen, ebenfalls danach in der Kirche. Die Ehe. Es gibt eine formale Seite und es gibt natürlich die mystische Seite. Und so ist das auch im Priesterberuf, wenn man das so sagen darf. Wie unterscheidet sich denn das Priestertum in Deutschland von einem anderen Beruf? Womit muss man rechnen? Naja, jeder andere Beruf ist. Die sind ja auch alle unterschiedlich, ja. Es gibt alle, also in meinem Verständnis ist es gibt die Berufe, die der Gesellschaft dienen. Ja, ob jemand Straßenbahnschaffner ist, Krankenschwester, Polizist, Arzt, alle diese Berufe, Metzger, Bäcker, alle sind nützlich für die Gesellschaft. Dann gibt es eben natürlich auch Berufe, die ohne die man auskommen könnte, aber die den Menschen Freude machen. Wenn zum Beispiel, ja, Kultur ist auch wichtig, aber ja, Priester hat natürlich, das ist eine ganz andere Dimension. Das ist eine geistliche Dimension. Natürlich sekundär dienen wir oder sind wir berufen, auch der Gesellschaft, dem Staat, dem Heimatland, wie auch immer, zu dienen. Und das, denke ich, tun wir auch. Also das Beste für jedes Land wäre, die Priester zu unterstützen. Dann, denke ich, gäbe es weniger Gefängnisse und weniger Insassen in den Gefängnissen. Wir müssen hier manchmal bürokratische Hürden überwinden, damit wir zum Beispiel zu den Gefangenen, dass wir ihnen die heilige Kommunion bringen dürfen, dass wir Liturgie im Gefängnis feiern dürfen. Das wird dann manchmal so herablassend, wird uns das manchmal gestattet. Aber so ich wohne ja in Ostdeutschland, da hat man noch ein bisschen Nachholbedarf. Ja, in Nordrhein-Westfalen, in den traditionellen, vielleicht katholischen Gebieten ist das anders. Aber in Ostdeutschland wird man so als eine bunte Arabeske angenommen. Manchmal auch mit Sympathie, mit Wohlwollen, aber es ist nicht etwas, was da so richtig dazugehört, wenn da so ein fremdländisch gekleideter Mann reinkommt und hier irgendwas macht. Man könnte auch davon Abstand nehmen. Aber gut, vom Gesetz ist es jetzt erlaubt, dann wollen wir das so machen. Jeder Beruf bringt ja bestimmte
bestimmte Schwierigkeiten mit sich. Eine Krankenschwester muss sich darauf einstellen, dass sie manchmal Nachtdienst hat oder am Sonntag zur Arbeit muss. Jemand, der in der Gastronomie arbeitet, der ist immer am Abend nicht zu Hause. Das ist also schwierig für die Familie. Jemand, der auf dem Bau arbeitet, dem gehen die Gelenke irgendwann kaputt. Gibt es auch im Priestertum etwas, worauf man sich einstellen muss? Gibt es bestimmte Entbehrungen, die man dann hat? Auf sie muss man sich einstellen, haben Sie vollkommen richtig gesagt. Also von vornherein darauf gefasst sein, dass es nicht nach Plan A oder B verläuft, sondern dass es nie so kommen wird, wie wir uns das denken. Gibt es denn etwas Berufsspezifisches? Das Leben jedes Priesters ist unterschiedlich. Seine äußeren Lebensumstände können unterschiedlich sein, aber bei uns ist das sowieso, wir streben ja nicht nach irgendeinem persönlichen Wohlergehen. Das wollen wir alle. Ich freue mich, wenn es mir gut geht. Auch materiell, gesundheitlich, das ist ganz klar. Aber wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht so sein sollte, müssen wir darauf gefasst sein. Wir haben ja, das ist ja unser Glaube, dass wir Werkzeuge in den Händen Gottes sind. Und wir uns einfach Gott in den Dienst stellen, in der Kirche. Und was dann eben passiert, das passiert. Aber niemals irgendwie verzweifeln oder niemals auch nur mit den Gedanken spielen, das alles jetzt hinzuschmeißen. Nein, also ich bin seit 27 Jahren Priester. Natürlich habe auch ich schwierige Momente erlebt und die erlebe ich immer wieder. Es ist vollkommen klar, das wissen Sie genauso. Wir sind auch schon ein paar Jährchen bei uns im Dienst. Aber jetzt den Gedanken auch nur zu haben, auch nur für eine Sekunde, dass ich das, warum habe ich das bloß gemacht? Ich bereue das oder so. Nicht eine Sekunde kommt das. Obwohl ich weiß, dass ich unwürdig bin. Das ist klar, ich bin nicht irgendwie etwas Besonderes, sondern ich weiß, dass ich niemals die Anforderungen, die ich mir selbst vielleicht stelle an mich, dass ich sie erfülle, nicht zu 1%. Und was Gott von mir erwartet, das ist, ich bin eigentlich der Schuldner, der die 10.000 Talente hat. Und ich, aber da nun mal all unsere menschlichen Schwächen trotz allem, die sind groß, aber endlich sind, aber die Gnade Gottes unendlich ist, da habe ich die Zuversicht, dass mich Gott trotzdem toleriert, mich trotzdem liebt, mich trotzdem unterstützt, mir trotzdem das Notwendige auch für mein irdisches Dasein gibt, alles Notwendige mir gibt. Das ist etwas, was überhaupt, darüber wird gar nicht reflektiert. Das ist da. Ich denke nicht, oh, was ist denn morgen? Und wenn jetzt was ganz Schlimmes passieren sollte, ein Krieg bei uns, eine ganz schlimme Wirtschaftskrise, was weiß ich, wir haben keine Angst davor. Wir wollen mit Gott sein, alles. Und wenn wir barfuß herumlaufen müssen. Und deswegen ist das, wenn wir mit dem Herrn sind, so wie die Märtyrer nach der russischen Revolution. Ja, es gibt dieses Beispiel von Nikon Belaev, dem letzten Optina-Starze. Der hatte noch wenige Wochen vielleicht zu leben. Der hatte alles Mögliche, Tuberkulose, alles, ja. Aber er konnte noch einen Kassiba nach draußen bringen. Und da stand drauf: Mein Glück kennt keine Grenzen. Er hat ja im Kloster gelebt, da war ein geordnetes Leben, Gottesdienst alle Tage. Und hier diese Kälte, dieser Hunger, diese Demütigen, diese Schläge und all das, die waren ja mit Kriminellen zusammen, die Mönche und Priester. Aber wie nah Christus dann ist, wenn wir das akzeptieren. Und diese Freude ist in irdischen Kategorien ja gar nicht zu fassen, wenn Christus bei uns ist, auch wenn man krank ist. Wenn man nicht mehr gehen, kaum atmen kann, aber wenn man mit Christus ist, dann ist das ein unaussprechliches Glück, ein Glücksgefühl. Und das ist etwas, was uns unabhängig von irgendwelchen äußeren Umständen immer offen steht. Nicht nur Priestern natürlich, allen Menschen. Aber diese Erfahrung kann man ja weitergeben.
Und ich bin ein großer Sünder, ich bin vollkommen unwürdig. Aber ich erinnere mich an das angesprochene Gleichnis. Wenn ich jetzt wieder rausgehe, vor dem, ich stehe ja vor dem Thron Christi, vor dem Altar, und wenn ich dann wieder rausgehe von meinem Herrscher in die Welt, und dann muss ich diese Gnade, die ich jetzt erfahren habe, für mich auch anderen weitergeben. Das heißt, ich darf nicht zu streng sein, ich darf nicht zu kategorisch in der Regelauslegung sein. Ich versuche, diese Gnade dann weiterzugeben. Das ist alles, was ich vielleicht den Menschen auch geben kann. Diese reale Liebe Gottes, die können wir feststellen. Ich bin niemand, der, ich habe noch keine Engelsbilder, noch keine Visionen gehabt, aber diese Liebe Gottes, die spüren wir, Priester. Und die können wir weitergeben, diese Erfahrung. Die ist real und die ist auch für die anderen Menschen wahrnehmbar. Ich glaube, der Metropolit Antoniy Surojski, Blom, 2003 gestorben, jetzt schon über 21 Jahre. Ich habe ihn auch mal ganz kurz kennengelernt als junger Priester. Er hatte auch gesagt, ihr jungen Priester, ihr glaubt gleich, ihr seid jetzt geweiht, jetzt küssen euch die Leute die Hand, ihr seid schon Heilige. Nein, ihr seid eine frisch gemalte Ikone, eine geschriebene Ikone. Aber diese Ikone muss jetzt durch Gebet, durch viele, viele, vielleicht durch Tränen, durch Schweiß, vielleicht sogar durch Blut, muss sie geheiligt werden, damit sie zu einer wundertätigen Ikone sind. Wir sind ja Ikonen Christi. Der Priester ist ein Abbild Christi, eine Ikone Christi. Dazu sind wir berufen. Aber die Ikone ist noch, also bei einem jungen Priester ist sie frisch gemalt. Man riecht noch die Farbe. Mhm. Ja? Und sie ist schön, sie hat noch keine Kratzer. Er ist noch ein junger Spund, kann noch hat noch so viel Kraft. Das ist das Irdische. Ja? Als junge Priester, sie sind noch relativ jung. Ich bin nicht mehr ganz jung. Ich weiß noch, wie das war mit 35 Jahren. Da konnte man so viele. Das waren meine menschlichen Ressourcen. Aber dann kommt die Zeit, wo dann das Geistliche dann zunimmt. Das Physische, das wie die anderen Kräfte, die nehmen ab. Aber das Geistliche, die Erfahrung, auch die Liebe zu den Menschen, die Kenntnis der Menschen. All das ist unbezahlbar. Und ich kann sagen, das ist etwas sehr Schönes. Etwas sehr, sehr Schönes. Aber es wird nicht immer freudige Momente geben. Aber die muss man einfach lernen zu akzeptieren. Mit Dankbarkeit.